Weil zwar das eigentlich nicht hier, aber es gibt ja auch Punkte. Guten Morgen. Wie wäre es Morgen. Hör doch mal auf, so pervers zu sein, du Blöde. Das ist ein Kinder-Let's Play hier. Oh, jetzt Bild, wo er gesagt. Und zwar stecken wir die... Weil die brauche ich mich nicht gießen. Und gibt mir auch Punkte. Und jeder, der mich jetzt da reingeht, das ist nämlich das Problem, weil die ja solche Ninja-Fähigkeiten haben, wird mich direkt gefrasen. Das ist scheiße. Das ist keine Tanne, das ist ein Mistviehbaum. Gibt ja auch Levelpunkte und so, die brauche ich ja. Neue Sachen freischalten, sowas mal ein bisschen größeres Terrain halt herzaubern können. Schön wäre es, wenn du jetzt auch noch so Hügel bauen könntest mit der Schaufel. So ein bisschen hügelige Landschaften sowas machen könntest, das wäre auch nice. Das sieht total falsch aus, irgendwie. Was fressen die hier so einen ab? Alle sind's am Ben. Ich bewege mich hier Tag für Tag durch und durch. Man merkt ihr, wir haben überhaupt keine Probleme mehr dank diesen Dingern da. Sprich, wir haben komplett unsere Ruhe bekommen. Naja, anscheinend ist die Venus-Fliegenfalle hier. Oder Venus-Pinata-Falle. Außer der Tanne. Und Venus-Fliegenfalle. Und zwei Level aufgestiegen. Strike 19. Aber ja. Oh, 72 Einsamen, ey, Digga. Und 360 für eine Blüte. Ist aber scheißen gefährlich für die Pinatas. Aus hier. So. Aber da. Die ist noch auf dem falschen Knopf. Hier. Ne? Direkt gucken. Level 18 müssen eigentlich jetzt Level 19 sein, aber auch was auch immer. Nein! Nein! Was zur Hölle? Ist das geil? Wir haben eine Taube! Ist das Hammer? Alter. Da ist jetzt eine Taube hier rumlaufen. Ich meine, wie abgefahren. Ich bitte euch. Eine Kamera! Was für ein Scheiß!
Leute, es geht nicht. Wie durch seid ihr gewesen, als ihr das Spiel entwickelt habt? Du hast mich so ein bisschen an Taubs hier mal irgendwie. Ist das geil! Die Tanne sieht aus, als hätte sie Schwertarme oder sowas. Voll apathisch wieder guckt. Aber langsam wird der Garten echt voll, Digga. Ich weiß nicht, ob ich das gut heißen soll. Wir müssen am besten gleich kaputt machen. Weil wie gesagt, es ist gefährlich für die Viecher. Wir züchten mal ein paar mehr davon. Ich meine, gibt ja genug Kohle dafür, wa? Dann haben wir so eine Hälfte minus Fliegenfallen. Aber die müssen wir echt verdammt schnell halt wieder loswerden, weil wenn die Pinatas halt da reingehen mit ihren Ninja-Fähigkeiten. Prost Mahlzeit, Digga. Dann sind die nämlich weg. Das wäre nicht so prickelnd. Ja, auch jetzt eben nochmal die Ansage. Wenn ihr den Namen eines Pinatas bestimmen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und dann werde ich euren Kanal mit in die Videobeschreibung verlinken. Um so eine Liste zu haben, wer hat jetzt schon ihren Namen verteilt und so. Alter Schwede, wachsen die schnell, die Dinger. Finde ich eigentlich ganz interessant. Finde ich ganz lustig, ein bisschen mit euch zu arbeiten und sowas. Warum nicht? Bevor die schlecht werden, komm. Weg damit. Wie sinnlos war diese Aktion jetzt bitte? Die gleich wieder kaputt machen, ihr kennt die Chose. Ach ja, so, das haben wir jetzt auch langsam erledigt wieder. Dann verkaufen wir wieder ein paar Sämchen auch dazu. Nee, außerhalb will ich keine haben, Digga. Oh Gott, die brauchen noch mehr Arbeit. Ey, hört doch mal auf, mit solchen scheiß Ninja-Fähigkeiten hier reinzukommen. Ich muss hier nochmal einen extra Zaun drüber ziehen, oder was? Schöne von hier. Junge. Raus hier. Ich werde jetzt einen extra Zaun drumherum basteln müssen, ey. Du fuckst ein Dicke jetzt. Gibt's doch nicht, ey. Alle haben hier so nicht die Ninja-Fähigkeiten hier.
Das Problem ist nur, dass ich damit natürlich auch Bauteile verschwende. Sprich Bauplatz und sowas, weißt? Und hier ist noch alles tottig, hier ist noch alles tottig. Gubba! Gubba my ass! Schöne Tanne haben wir hier, die Schwerter als Bäume, als Äste hat. Ach komm! Ey, hast du einen Zaun aufgerissen, ne? Gehen die natürlich alle erstmal direkt da rein, ey. Als hättest du wirklich nur Katzen da drinnen, die wissen, oh, da darf ich nicht rein, also will ich da rein. Vergiss es! Direkt zerstören. Also ich glaube, das mit dem Venus fliegen fallen, das ist mir echt zu viel Arbeit hier, Digga. Oh, die waren nicht reif genug. Irgendwie sind die alle gerade weg, habe ich das Gefühl. Was zum Fick ist das denn jetzt? Jo, haben sie alle verloren hier. Na, ist jetzt auch egal. Also es ist mir echt zu viel Aufmerksamkeit und hast nicht gesehen, die ich da verschwinden muss. Alter, die waren anscheinend noch gar nicht reif, die Dinger. Alter, das hier und dann das hier. Nicht so schwer. So viel Kohle abgeben, ey. So, und ich habe was gesehen. Seerosensamen, ist das geil. Her damit. Wunderbar, das funktioniert. Mal direkt schütten hier. Obwohl direkt am Wasser steht. Normalerweise müsste man die eigentlich gar nicht schütten. Na gut. Dann wollen wir mal direkt gucken, ob ich neue Special Pinatas habe. Nein, nicht zu Ivor. Gießkannen-Dauerguss 5000, die nehmen wir uns. Steinmauer. Oh, die sehen ja gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht sollte ich das dann wirklich mal ersetzen hier komplett. In die Steinmauer ersetzen hier. Vielleicht wäre das dann effektiver, um die aufzuhalten. Das heißt, wenn das nächste Mal Gartenvergrößerung ist, den Garten erstmal komplett aufgeben und später neu bepflanzen.
Dann machen wir nämlich eine Steinmauer drumherum. Wo? Wie sieht unsere neue Gießkanne jetzt aus? Oh yeah. Dauergieß 5000. ich wollte aber noch was anderem gucken. Und zwar bei der Dame hier. Ich weiß auch nicht, wie deine Eltern aussehen. Also ihm gefällt ja eigentlich fast alles, aber ich weiß nicht, ob ihm auch das Brennen gefällt. So, wie sieht es bei dir aus? Du hast noch genug, ne? Gut. Das ist also im Gange. Schöne Seerosenblatt hier. Ja, was ist das denn, ne? Kase? Oder Kasen? Freundin von Kasen. FVK. Freundin von Kasen. Das ist der neue Geheimagent. Der ist immer noch hier. Ist mir auch egal, er gehört nicht ins Team. Sozusagen. Schöne Tulpen hier. Ich finde den sowas von geil. Ich meine, den kannst du eine Kamera kaufen, ich bitte dich. Der will eine Kamera haben. Alter, was ist denn das für eine Seerose? Die muss doch ins Wasser gesteckt werden. Total bescheuert. Donut, komm jetzt her! Vielleicht ist ihm das auch noch zu voll oder sowas, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch, wenn ich ihm keine Beachtung schenke. Nicht zu ihm rüber gucke oder sowas. Lassen wir ihn einfach mal machen, vielleicht kommt er ja noch rein. Wird es denn schon da hinbewegen? Digga, hatte ich eigentlich schon eine Ente hier drinne? Traurig. Ich weiß nicht, wie ich den Donut jetzt hier reinkriegen soll, ey. Schon wieder weg. Dreckskerl. Assi. Ich feiere das immer noch. So. Komm her, du Scheißvieh. Und tschüss. Gucken wir mal hier hinten im Garten, ob wir hier noch was zu verkaufen haben. So.
Spielen wir mal da eine. Ist ein bisschen verteilter. Freut sich an jeder. So! Wir haben ein paar Level gemacht, aber... Es ist gerade auch so themamäßig, ich wüsste jetzt nicht, worauf ich jetzt so ansprechen sollte. Ich möchte auch noch ein Silvester-Special möchte ich noch gerne machen. Und da kommt noch was hinzu. Da möchte ich gerne noch ein, zwei Sachen loswerden halt. Und ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. Was macht das Scheißvieh hier? Genau, besser für dich. Werden noch ein, zwei Sachen dann geklärt in Art und Weise. Schwupp, 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 schwupp. Sah jetzt süß aus, auf jeden Fall. Tschö, ja.